Hildegard von Bingen sah sich zwar nicht als Philosophin, doch lässt ihr umfassendes Lebenswerk die Annahme zu, dass sie eine Liebe zur Weisheit hatte. Sie war nicht nur Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Rupertsberg bei Bingen, sie wirkte auch in der Kirchenpolitik. Ebenso pflegte Hildegard von Bingen Kontakte mit vielen Größen ihrer Zeit, dichtete und komponierte Gesänge, schrieb als Medizinerin über Ernährung, Pflanzenheilkunde, Tiere, Steine und das Wesen der Elemente. Aber allem voran war sie Mystikerin. Hildegard von Bingen wurde im Rheingau als 10. und letztes Kind adliger Eltern geboren. Sie kränkelte oft. Mit 8 Jahren brachten ihre Eltern Hildegard ins Kloster und vertrauten sie Jutta von Spanheim zur religiösen Erziehung an. Ihre Vision, die sie einst als Kind noch ganz unbedarft erzählt hatte, lernte sie bald für sich zu behalten. Ihr Erstlingswerk Scivias »Wisse die Wege« begann sie erst zu schreiben, als sie in einer längeren Vision dazu aufgefordert wurde. Es wurde 1147-48 Gegenstand einer Synode in Trier. Der berühmte Mönch und Mystiker Bernhard von Clairvaux selbst forderte Papst Eugen III. Auf, Hildegards göttliche Vision durch seine Autorität zu bestätigen. 1147 erhielt Hildegard vom Papst Eugen III. Die Erlaubnis zur Veröffentlichung ihrer Vision. 2012 sprach Papst Benedikt XIV. Hildegard von Bingen heilig und ernannte sie zur Kirchenlehrerin. In dem bereits erwähnten Werk Scivias, »Wisse die Wege«, beschreibt Hildegard die Hierarchie der Engel von außen nach innen, im Gegensatz zu der damals üblichen Darstellung von unten nach oben. Bald nach der Niederschrift ihrer letzten Vision sind von einem unbekannten Künstler die 35 Miniaturen des sogenannten Scivia-Kodex entstanden, wovon sich eine auf diese Engelsvision bezieht und Vorbild für unser Modell ist. Das Modell ist eine räumliche Umsetzung der Miniatur zu den 9 Engelschören. Eine 9-teilige Ordnung der Engel legte bereits der unbekannte christliche Schriftsteller Pseudo-Dionysius 490 nach Christi in seinem Werk über die himmlische Hierarchie dar. Pseudo-Dionysius trägt darüber hinaus die Bezeichnung Pseudo-Dionysius Areopagita, weil er die Identität von Dionysius Areopagita in Anspruch nahm, der dem Areopag in Athen beisaß. Seine Engelshierarchie diente als Vorlage für ein Aufsteckspiel in unserer Lernwerkstatt. Entsprechend der Einteilung von Pseudo-Dionysius befinden sich oben die Seraphim, darunter die Cherubim und die Throne. Dem folgen in der Mitte die Herrschaften, die Mächte sowie die Gewalten. Die dritte und unterste Ebene bilden die Urengel, auch Fürstentümer genannt, die Erzengel und schließlich die Engel. Ähnlich beschrieb Hildegard von Bingen die Ordnung der Engel. Ich sah in der Höhe der himmlischen Geheimnisse 2 Reihen erhabener, in großer Herrlichkeit leuchtender Geister. Die in der ersten Reihe waren an der Brust beflügelt und hatten Gesichter wie Menschen, in denen wie in einem ungetrübten Wasserspiegel Menschenantlitze sichtbar wurden. Die in der zweiten Reihe hatten ebenfalls Flügel an der Brust und menschliche Gesichter. Außerdem leuchtete in ihnen wie in einem Spiegel das Bild des Menschensohnes auf. Weiter konnte ich weder bei ihnen noch bei den ersten die Gestalt nicht unterscheiden. Die beiden Reihen schlossen sich in Kranzform um 5 andere Reihen. Von diesen hatten die Geister der ersten Reihe wieder Antlitze wie Menschen und von der Schulter an abwärts erstrahlten sie in hellem Glanz. Die in der zweiten Reihe standen da in so lichter Klarheit, dass ich sie nicht anzuschauen vermochte. Weißem Marmor gleich erschienen die Geister der dritten Reihe. Sie hatten Häupter wie Menschen und über ihnen schwebten Feuerflammen. Eine eisenhaltige Wolke umhüllte von der Schulter an abwärts ihre Gestalt. Die Geister der vierten Reihe hatten menschliche Gesichter und Füße. Auf ihrem Haupte trugen sie einen Helm und waren mit marmorgleichen Tuniken bekleidet. Die in der fünften Reihe endlich hatten gar nichts Menschenähnliches, sondern erglühten wie das Morgenrot. Weiter konnte ich von ihrer Gestalt nichts wahrnehmen. Doch auch diese 5 Reihen schlossen sich, wieder in Form eines Kranzes, um noch 2 andere Reihen.
die der ersten Reihe waren, voller Augen und Flügel. Aus jedem Auge schaute wie aus einem Spiegel ein Menschenantlitz, und die Schwingen waren wie zum Fluge in die himmlischen Höhen erhoben. Die Geister der zweiten Reihe brannten wie Feuer. Sie hatten sehr viele Flügel, und auf diesen erschienen wie in einem Spiegel die Sinnbilder aller Rangstufen der verschiedenen Stände in der Kirche. Weder bei diesen Geistern noch bei den ersteren konnte ich weiteres von ihrer Gestalt erkennen. Alle diese Reihen kündigten in jegliche Art von Musik und nie gehörten Harmonien das wundervolle Wirken Gottes in den heiligen Seelen, um dessen Willen sie Gott hoch verherrlichten. Und wiederum hörte ich die Stimme vom Himmel. Sie sprach: Gott hat jedem Geschöpf nach seinem Willen wunderbar seine Aufgabe gesetzt. Die einen hat er der Erde, die anderen dem Himmel zugewiesen. Er hat auch die seligen Engel zum Heile der Menschen und zur Ehre seines Namens berufen. Gott als höchstes Wesen ist bei Hildegard also innen zu suchen, als gestaltloses Zentrum. Um dieses herum sind von innen nach außen die Chöre der Seraphim und Cherubim, dann Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürstentümer, Erzengel und schließlich der Engel angeordnet. Die entstehende Grundgestalt erinnert sowohl an das Planetensystem wie auch an das Bohrsche Atommodell.